Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video geht es um das Gießen der Paprika. Hier gibt es auch Unterschiede, ob das jetzt im Freiland passiert oder im Topf. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich werde euch erklären, wie oft man Paprika gießen sollte. Paprika gehört zu den Mittelwurzlern. Es gibt Tief- und Flachwurzler. Paprika ist genau in der Mitte, ungefähr 40 cm tief verwurzeln die. Danach richtet sich auch so ein bisschen die Gieß- und Wassermenge. Paprika ist halt in der Lage, auch aus etwas tieferen Erdschichten dann das Wasser sich noch zu ziehen. Im Gegensatz zu einem Flachwurzler, der halt darauf angewiesen ist, sehr, sehr viel Wasser zu bekommen. Bei Paprika ist es aber so, dass ihr in der Regel auch zwischen 2 und 4 Mal in der Woche gießen solltet. Das unterscheidet sich aber auch, ob die Paprika jetzt im Freiland oder im Topf gepflanzt ist. Im Topf kann es teilweise so sein, dass es auch einmal täglich bei besonders heißen Tagen, sondern 2-mal täglich notwendig sein kann. Schaut immer nach, ob die Erde im oberen Bereich angetrocknet ist. Kratzt so ein bisschen da drin rum, einfach mal so 1-2 cm tief. Wenn das Erdreich da schon ganz gut durchgetrocknet ist, dann könnt ihr auf jeden Fall die Paprika wieder gießen. Das gleiche gilt übrigens auch für Paprika im Freiland. Ja, hier im Freiland braucht man nicht ganz so häufig gießen wie im Topf. Da reicht, wie gesagt, 2 bis 4 Mal die Woche aus. Wenn es natürlich regnet, dann kann es auch sein, dass ihr weniger gießen müsst. Ist es besonders heiß, guckt immer mal nach. Ihr habt gesehen, ich habe auch hier jetzt ein bisschen im Erdreich rumgekratzt. Das ist trocken und ich gieße jetzt meine Paprika möglichst immer nur ins Erdreich gießen. Der beste Gießzeitpunkt ist übrigens in den Morgenstunden, einfach aus dem Grund, weil der Boden dort noch nicht so doll aufgehitzt ist. Das heißt, die Wasserverdunstung ist etwas geringer. Es verdunstet nicht gleich oder vertrocknet das ganze Wasser, was ihr gießt. Ihr könnt so Wasser sparen. Ich nehme übrigens Regenwasser, abgestandenes zum Gießen von dem Paprika. Und in den Abendstunden würde ich euch jetzt nicht empfehlen zu gießen. Es kann immer sein, dass das Gießwasser über Nacht nicht abtrocknet. Es wird ohnehin etwas feucht. Und dann kann es ja Nährboden für Krankheiten oder Schädlinge sein. Aus dem Grund solltet ihr auf jeden Fall in den frühen Morgenstunden gießen. Achtet aber in jedem Fall darauf, dass ihr die Paprika nicht übergießt. Staunässe sollte in jedem Fall vermieden werden. Wenn zum Beispiel die Blätter anfangen, schlaff runterzuhängen, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass ihr zu viel gegossen habt. Dann fangen vielleicht schon die Wurzeln an zu faulen und können das Wasser, was ihr der Pflanze gegeben habt, schon gar nicht mehr aufnehmen. Ihr habt die Pflanze dann sozusagen ertränkt. Das solltet ihr also auf jeden Fall vermeiden. Im Topf kann man das gut, indem man unten einfach Ablauflöcher hat. Und im Beet oder auch im Gewächshaus solltet ihr halt einfach darauf achten, dass ihr moderat gießt. Das bedeutet, die Erde sollte gleichmäßig feucht gehalten werden, aber halt einfach nicht zu nass. Ein Indiz dafür, dass die Paprika zu wenig gegossen wird, ist übrigens, wenn die Blüten abgeworfen werden oder auch die Frucht. Und wenn ihr dann noch feststellen könnt, dass die Erde komplett durchgetrocknet ist, ja, dann wird es höchste Zeit mal zu gießen. Also achtet am besten immer darauf, die Erde gleichmäßig feucht halten. Der beste Zeitpunkt in den Morgenstunden. Ich verwende Regenwasser zum Gießen und funktioniert ganz gut mit dem Paprika. Und falls euch das Video ja gefallen und auch weitergeholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.